Playlist Gepöbel. Playlist Gepöbel. Ja, hallo, ich grüße Sie, werte Zuschauer. Wir sind hier zu einer neuen Runde Playlist Gepöbel. Und diesmal gibt es Warzone. Und zwar Weekend Warzone Turbo. Für schneller, yeah, schnell. Start klar. Your engines. Yes. Ein kleiner Insider hier. Ja, hi, hier. Ich bin natürlich nicht allein, wie man bereits gehört hat. Ich habe den werten Herrn Ishma hier auch noch, genau. Double the peoples, double the fun. Ich hab bis jetzt aber immer noch nicht ganz verstanden, was jetzt, warum es diesen Modus überhaupt gibt. Wir werden gleich sehen. Oh, also, wieso muss es ihn geben? Wer nicht weiß, was der Modus überhaupt ist, es ist Warzone mit... Es geht ja nur darum, dass du heftige Racks vorher kriegst. Und ich denke mir so, normales Warzone ist doch schon verrückt genug. So, ich brauche doch nicht, wenn ich aus der Base rausgehe, gleich mein Fluss des Lichts oder wie sich diese ganze Pisse da nennt. Ja, wer übrigens nicht weiß, was der Modus genau ist, Warzone Turbo heißt, dass direkt nach Einnehmen der ersten Basis, und zwar gegen die KI-Gegner einnehmen, also das allererste, was man tut in Warzone, man direkt Rack Level 9 freigeschalten hat. Ich weiß noch nicht, ob man auch Rack Energie 9 freigeschalten hat, aber Rack Level 9 eröffnet natürlich Türe und Tore für diverse große Waffen und Geschütze und Kaliber und alles andere, was du noch irgendwie pervers... Ne? Wann war das letzte Mal, dass du Warzone gespielt hast? Ich weiß es. Ich habe letztens tatsächlich irgendwann mal wieder Warzone gespielt, weil ich das Daily Win Pack haben wollte. Oh, wow. Okay. So, dann versuchen wir das hier gleich mal. Also Rack Level 9 uns wird zu erkämpfen. Allianz, das ist so weird, so nah an meinem Fernseher zu spielen, weil normalerweise sitze ich... Alter, ich bin tot. Was? Ich bin nicht echt gestorben jetzt. So eine scheiß Elite hat mich gestuckt. Oh, sheesh, die kommen hier. Oh, mein Aim ist gerade auch unter aller Kanone. Wir hätten uns vorhin irgendwie ein bisschen einspielen sollen, glaube ich. Ich habe da irgendwie genadet. Boah, die Mates sind aber auch unter aller Sau. Na. Yeah. Ah, blockt mich nicht. Das zählt euch. So, ich bin instant... Rack Level 9. 9, ja. Level 8, gut, Level 7. Dass man nicht direkt Level 9 eindecken wird, sondern dass ihr jetzt unten sämtliche Rack Levels durchgehen muss. Wie dumm ist das denn? Siehst du das unten in der... Weißt du was, ich nehme mir ein DMA, nehme ich mir jetzt. Oh, ich werde hier von irgendwas beschossen. So, Elite. So nehme ich mir... Ist natürlich jetzt blöd. Am Anfang muss man sich richtig viele Waffen und Power-Ups nehmen. Oh, shit. Und Gegner sind hier. Aber ich will thrusten. Wieso kann ich nicht thrusten? Boah, cool. Okay. Ich habe überlebt. Da ist noch irgendwas. Nehmen wir uns einen Gauss Warthog, oder was? Oh, yeah, Mann. Ich nehme jetzt einen Gauss Warthog. Du kommst mit. Ich höre noch eine Elite. Dann komm mal zum rechten Tor. Komm mal zum rechten Tor. Zum rechten Tor? Warte mal. Oder unten ist auch noch ein Gegner. Irgendwer hat sich einen Panzer geholt. Fuck, das haben wir natürlich nicht bedacht mit unserem tollen Gauss Warthog. Ja, ich auch. Der will jetzt natürlich gerackt werden. Tja, ich hab schon jemanden dabei, weil du es verkackt hast. Aber du kannst gerne einsteigen, damit es ein bisschen spannender wird. Okay, ich muss nur herausfinden, wo du überhaupt bist. Ich verstehe einfach nur nicht, wo du bleibst. Ich gehe jetzt deswegen zurück verpiss zum ich Chor. Mich jetzt. Ah, da, ich glaube, ich sehe. Ne, ist ein Mongoose. Da ist ein Panzer. Wo bist denn du? Ich bin am rechten Tor. Ich bin noch da. Mein Gott. Jesus, okay. Ekelhaft. Oh fuck, wir sollten da ganz schnell weg. Oh shit. Oh Gott. Ob das so klug war, sich einen Warthog zu nehmen? Ja, das denke ich mir auch. Also höchstwahrscheinlich erst später, wenn die ihre ganzen Rack-Energie verbraucht haben. Aber jetzt am Anfang geht hier natürlich shit ab. Ah, oh Gott, wenn ich treffe, wird auch einen fetten Scheißdreck treffe ich. Da ist ein Grunt. Wo, was, wie, wo? Ich höre nur einen Elite. Ich bin ein Elite. Roll. Ah, jetzt sehe ich ihn auch. Er war einmal. Ah! Lol. Oh, hoppla. War das nicht den Eliten erledigt? Ich glaube, ich habe ihn nicht getroffen, oder? Oh ja, wir haben unseren eigenen. Ich weiß es nicht. Warthog Noob jetzt hier. Typ. Ach, wir nehmen hier gerade einen. Jetzt rate ich. Ich denke mir so, warum steht. Oh, wow! Wow!
Hier ist irgendjemand drin. Hier ist irgendjemand drin. Wir müssen nach ihm suchen. Oh, das ist, glaube ich, nicht die beste Idee, shit, da ist er schon. Die du jemals hattest. Die kann man nicht so schnell drehen. Nein. Schieß ihn ab, schieß ihn ab. Wie denn? Lol. Nice. Das war eine super Idee, die er da hatte. Will er jetzt mit oder was? Ja. Weiß es nicht so ganz bei ihm. Die sind jetzt alle in ihren Fahrzeugen, deswegen verteidigt, glaube ich, keiner die Basen gefühlt. Außer wir super sneaky Leute natürlich. Das ist auch einfach nur... Lol. Oh, was? Okay, au, das war so krass. Was? Mit einer, was? Einem Railgun-Schuss? Was? Scheißegal, welche Railgun das war, aber niemals, niemals ist das jetzt passiert. Jesus. Wie sinnlos ist denn das? Gott, macht das Spaß. Oh, ich hab wieder vergessen. Ja. So, ich nehme jetzt so einen vollautomatischen Karabiner. Da kommen jetzt nämlich Jäger. Scheiße. Und wir haben jetzt nichts Explosives. Warte, ich bin gestorben. Das lässt sich ändern. Ich habe jetzt hier Zugriff zu explosiven Sachen. Power Weapons. Was nehme ich mir denn am blödsten? Ghost Jockey auf dem Highway. Und was erledigt man denn am blödsten? Jäger. Achso, das ist jetzt nur der Ghost Jockey, nicht Jäger. Aber ich würde fast sagen, mit einer starken Railgun oder so. Spartan Laser? Ja, aber ich würde fast nicht den Spartan Laser nehmen dafür. Wow, ja, den Spartan Laser schon, außer dass ich nicht den Spartan Laser nehmen würde. Okay, gut, dann nehme ich halt nicht den Spartan Laser. Ja, irgendwas anderes. Hab ich keine Railgun oder so? Eine Rocket oder so. Ich habe keine Railgun? Habe ich denn sämtliche Ratings verbraucht, die ich hatte? Oh lol, ich wurde einfach geforce. Ich hab den Ghost Jockey einfach kaputt geschlagen. Lol. Oh Gott, da sind Grunts. Ah, shit, das hat nicht so ganz geklappt, wie ich mir vorgestellt. Nein, ich wurde gesniped. Ich hätte den Kerl mit der... Fuck. So, jetzt kann ich wieder... Nein, der Grunt knallt mich einfach ab. Der Grunt hat mich einfach getötet. Vielleicht nehme ich mir auch ein Snake. Ich nehme mir erstmal eine Shotgun. Und ich sollte mir vielleicht auch mal eine... Alter, Mann. BR nehmen, so an sich, wäre das vielleicht ganz man praktisch. Verschwendet hier so hart die Rex ein. Ich spawne in einer Man-Cannon drin. Was soll denn das? Ich habe jetzt ein gesilenced das BR, weil ich so Stealth bin und so. Ich habe jetzt einen Gravy Hammer. Okay. Wir gehen auf jeden Fall nicht zusammen rum. Du bist nicht überhaupt gar nicht Stealth. Bist nicht Stealth genug für mich. Au, au. Ich? Oder er hat einfach einen Needler und ich bin instant tot. Das ist natürlich auch eine Option. Okay, was hole ich mir jetzt? Was kann ich jetzt verschwenden? Die stürmen das Monument. Ich nehme mir irgendwas Random-mäßiges einfach. Dann sind die denn? Ankommen. Oh ja, ich habe eine Fuel Rod bekommen. Wo bist du überhaupt? Da bist du. Monument. Ich bin auch beim Monument. Fliegt über den Der ist Denkmal. Da unten, der Kerl. Wir kriegen den. Wo holen wir uns den? Lass mal den Piloten da abknallen, den ja, warte. Banshee-Piloten. Lol. Au, au, ich werde beschossen. Hilfe, nein. Renn doch. Wieso rennt er nicht? Wo bist du denn jetzt genau? Unten. Das ist auch ziemlich assi, dass man in Warzone nicht seine Gruppenmates sieht. Ja, es hätte so ein Squad-System, wäre cool. Die sind hinter dem Piloten her, mit einem eigenen Banshee. War das nicht so gut? Ja, die haben den Scheiße. Oh, ich habe einen Rocket Launcher. Bräuchte eine Classic Rocket oder so. Scheiße. Damit ich... Also du weißt schon... Ah, warte, der Rocket Launcher lockt hier in Warzone auch an? Zum Beispiel diesen Banshee hier? Das geht nicht, kommt drauf an, welche Rocket du hast. Scheinbar eine Special Rocket, aber eigentlich dachte ich nicht... Ach so, stimmt, ich habe auch einen Random Pack genommen. Ah, damit Scheiße. Kann ich ja theoretisch alles haben. Was? Oh. Wie sind die denn plötzlich in Führung? Wir waren doch gerade eben noch in Führung. Hat vor 3 Ionen schon gesagt, dass die in Führung sind. Oh, nehme ich das ja auch mal mit? Echt? Ah, das war kein guter Schuss. Ich nehme mir mal einen Banshee, mal sehen, wie das läuft. Bestimmt wird das böse einfach nur hart in die Hose gehen. Und eine Base von uns wird eingenommen. Ach, crap. Und dann kommt da hinter mir einer mit einem... Durch was wurde ich jetzt eliminiert überhaupt? Bobby Nater hat mich eliminiert. Was denkt der sich eigentlich? Aber jetzt, wo ich es gesehen habe, hätte ich eigentlich auch ganz gerne einen... Ich habe keinen... Ich habe tatsächlich keinen... So, jetzt kommen die Jäger um das Monument herum. 4 Stück, glaube ich, sind das. Das ist viel.
Wir sollten Monument auf jeden Fall so lange halten, damit wir noch das weiterhin... Das wird schwierig, weil es gerade übernommen wird. ...direkt dort spawnen können. Deswegen töte alle Leute, die da drin... Fuck, okay, so viel dazu. Oh Gott, die kommen ja mit einem Phantom. Ist unser Phantom Core jetzt vulnerable? Ja. Wow. Wow. Fucking wow. Was? Die haben alles? Die haben alles. Wir haben nichts. Wir sind nichts. Mich verfolgt dieser Phantom einfach. Unten ist so ein dummer Duelist-Hunter. Versuch mich mit dem Banshee um die Jäger zu kümmern, aber das ist... Alter, die haben so viele... Einfacher gesagt als getan. Was geht denn eigentlich vor sich? Und sheesh. Alter, vor allem, dass die Jäger einfach mal so ein Scheiß... Wie auch mal lachen Aimbot haben. Oh, ich treffe halt gerade... Alter, die haben mich einfach weggeaimbottet. Ja, ich bin down. Mal gucken, wie viele Banshees habe ich denn meine noch. Empfindlichkeit auf 5 Millionen gestellt? Oder bin ich so scheiße? Au. Was? Ah, wir müssen uns jetzt unbedingt die Jäger holen. Wir müssen uns die Jäger holen. Ja, wir brauchen ja... Ich will mir auch ein Vehikel jetzt holen. Ich habe doch hier einen kein Wraith. Habe ich keinen Banshee oder sowas Cooles? Ich habe mir jetzt ein schnellschießendes Flakgeschütz geholt, in der Hoffnung, dass das funktionieren wird. Ich nehme einen Corp Mantis, der ultra... Nein, er kommt einfach von... Oh, der spast. Wie kann er das bringen? Oh, haben wir noch andere Jäger hier? So, ich mache mich jetzt auch mal auf den Weg und ich habe hier tolle Dinge. Au, au, wow. Bloß nicht zu eilig hier. Was ist denn hier los? Was ist denn das? Das wird hier gefeuert. Das ist ja pervers. Wer überhaupt? Oh nein, ich laufe voll rein. Ich hätte noch ein paar richtig geile Kills machen können. Okay, wo sind denn die ganzen? So, sind die Jäger jetzt schon down oder wie? Ja, die sind schon alle hin. Anscheinend. Ja, das ist natürlich uncool. Deswegen müssen wir auf die nächsten Dings warten. Das gibt's nicht, ich werde ja einfach hart kaputt gemacht. Oh, ich werde einfach von so einem scheiß Gauss-Warthog abgeknallt. Hinter den Garagen sind jetzt so komische Springer, aber irgendwie... Hier ist alles komplettes Chaos, wenn du mich fragst. So wow, mein Aim ist gerade so scheiße, dass es ganz aus ist. Oh, schade, ich hätte gerne diesen... Scheiße, Mann. Wir müssen das gewinnen, Mann, wir müssen das gewinnen. Das aber unsere Mates schießen cool. sich nur gegenseitig ab, irgendwie. Ach, crap. Wow. Ja, wie gehen wir das denn jetzt am dümmsten vor, so? Ich weiß es auch nicht. Ich wüsste gern, dass... Ich hätte gern irgendwas, was... Wieso bin ich so scheiße? So. Wo bist du überhaupt? Ich bin bei der einzigen Base, die wir haben. Bin also ja, abgesehen von unserer Homebase. Auch gewesen. Wow. Da bin ich gespawnt und habe von einem Mate. Er knallt mich mit einem Assault Rifle. Light Rifle aufgenommen. Das ist ja da fallen gelassen. Was hast du denn so an Fahrzeugen? Hau mal raus. Ich nehme mir jetzt mal ein zufälliges Fahrzeug. Oh, das klingt cool. Ein extrem rares. Ich habe schon wieder einen Gauss Warthog. Also komm her und. Komm zurück, wo, schnell. Definiere, ah, da bist du, okay. Bleib da, wo du bist. Garage. Oh nein, bleib nicht da, wo du bist. Oh, ich werde jetzt schon gespartenlaser. Warte, vielleicht kann ich den Spartenlaser-Kerl snipen, wo ist der? Ah, der, ich seh ihn. Scheiße. Ah, er kommt nicht raus. Ah, okay, lass uns, fuck, wo bist du? Scheiße, der Warden. Ah, da. Jetzt beweg dich. Das ist ein anderer Kerl, nur dass du das weißt, falls du... Ja, ich weiß. Du standst direkt vor meiner Motorhaube, hast immer noch nicht gerafft, wo ich bin. Ich habe verzweifelt versucht, den Kerl da zu snipen oder so, schätze ich. Irgendwas Sinnvolles habe ich versucht, glaube ich. Au. Oh Gott. Jetzt wurde ich gesniped. Boah, der Sniper snipt. Was macht der? Was? Der snipt ja wie sonst was. Der haut hier gerade die... Ja, dann komm, spawn und sag mir, wo du spawnst. Okay, ich spawn wieder bei der Garage. Solchen... Okay, dann haben wir kein Vehikel jetzt. Okay, ich bin da, ich stehe da rum. Ich, oh, der Sniper ist da immer noch. Fuck, okay, ich werde von irgendwo beschossen, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Okay, das war nicht so gut. Toll.
Ich will gar nicht wissen, wie viel Tore ich habe. Wir müssen uns den Warden krallen, sowas von. Aber ich werde die ganze Zeit beschossen von den Gegnern. Na. Oh, jetzt schnell. Jetzt schnell. Oh shit, der Warden ist schon so fast. Oh, ich mache erstmal einen Triple Kill mit dem Gaussgeschütz. Nice. Ja, der Warden gehört uns. Sehr nice. Oh, wie geil. Was ich da abgezogen habe, war mal richtig nice. Ganz geiler Scheiß. Long shot. So, jetzt kannst du mit in meinen Gaswater kommen, bitte. Wo bist denn du jetzt? Ich sehe dich. An der nördlichen. Geh einfach geradeaus hier. Nice Drifts. So, oh, müsste im Laufe der Zeit noch ein Warden kommen. Dass ich den Kerl getroffen habe, verwundert mich gerade hart. Oh shit, was? Ich glaube, das ist nicht so die beste Idee. So. Ist es auch nicht. Hatte ich auch nicht vor, ehrlich gesagt. Ich werde eh bestimmt gleich ausgesniped. Was? Wie hat der das überlebt? Oh Gott, ich bin so scheiße mit diesem Gaussgeschütz. Oh Mann, ey, die Schützen sind auf den Warthogs auch nur Papier, vor allen Dingen in Warzone. Na, ich spawn wieder bei der North Garage. Garage, wie auch immer man das ausspricht. Du weißt schon, was ich meine. Ja, ich habe gerade noch einen dabei. Okay, ja, passt, dann dümpel ich jetzt trotzdem mal vorbei. Ah, okay. Ich bin da, ich bin am Start. Vielleicht sollten wir irgendwie eine Basis einnehmen gehen oder so. Nicht so. Andererseits da vorne hat müsste noch einer ihrer Panzer sein. Krass viel. Weiß. Irgendwo da hinten ist hier ein Panzer. P104, den hatten wir schon mal dabei. Kommt mir so bekannt vor. Boah, wir holen uns den Platoon-Captain da vorne. Ihren. Das ist das Wichtigste, ihn die Bosse wegnehmen. Wenn der Kerl mal auf den Platoon-Captain auch schießen würde, ich steige hier mal ganz kurz aus und versuche hier so ein bisschen. Ja, genau. So ein bisschen. Denkt mal ein bisschen ab. Steer up zu machen hier. Und die Leute, die euch anschießen, anzuschießen. Boah, scheiße. Nein! Ich hab ihn schon, den Kerl. Ich bräuchte hier eine Unterstützung. Da kommen aber mehr. Sehr viel mehr sogar. Und mir geht die BA-Munition. Ah, die kommen dazu unendlichen Raum. Was? Er hat einen Rocket! Ah, wie bitter. Du musst den Platoon-Captain holen. Unbedingt. Mit was ist die Frage nur? Keine Ahnung. Hol den weg. Shit. Ich hart verkacke, Mann. Oh, ich hätte aber auch wetten können, dass einer meiner Schüsse nicht connected hat. Okay, mal sehen, was hab ich denn so. Unser Platoon-Captain ist schon down. Nee, unser ist immer noch da. Oh, ich habe einen Wraith bekommen. Ich habe jetzt auch keine Waffe dafür. Ist ja gleich kein normaler Wraith. Der ist irgendwie so ein bisschen. Wer macht damit die Platoon-Captain platt? Wo ist denn der genau eigentlich? Au, ich komme hier raus und werde instant von einem Ghost beschossen. Und einem Rocket Hawk. Fuck. Ich bin eigentlich so gut wie... Ich bin tot. Und von einem fucking... Scheiß, ich werde hier einfach nur noch kaputt gemacht. Was ist denn los hier? Ah. Oh Mann, ey. Okay. Crap. Enemy eliminated the recon pilot. Das ist natürlich uncool. Ich habe natürlich auch die perfekte Bewaffnung, gegen einen Panzer anzukommen hier gerade. Nicht. Lol, ich habe trotzdem den Kill bekommen. Oh, ist das bitter. Was ist das? Fuck! Ich hätte gerne noch so eine Rocket oder sowas. Habe ich sowas? Ich habe meine komplette Rocket verschossen, nur um diesen Kerl im Wraith da zu holen. Ein Spanker EM. Ich nehme meinen normalen Rocket Launcher, ich keine Ahnung. Die Spanker, die brauchen immer so lang zum Schießen. Also ich finde, bei den Spankern sind die Raketen irgendwie langsamer. Oder so, ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. Ich habe noch gar keinen Spanker freigeschaltet. Ich habe nur diesen normale Rocket mit den Lenkraketen gekriegt. Die ist ziemlich nice, muss ich sagen. Oh ja, das glaube ich dir gern. Gerade gegen Fahrzeuge und so Zeug. Da kommt wieder ein neuer Warden. Scheiße, wir müssen uns irgendwie ausrüsten.
Warte, ich bin ja gerade noch dabei, nicht zu sterben. Und der wird nämlich jetzt das Spiel besiegeln, deswegen. Ich muss mal gucken, was kann man sich denn da holen? Ein Fahrzeug oder. Oh Mann, ey. Ich habe auf jeden Fall eine Rocket. And I plan on using it. Das ist doch mal geil. Natürlich, ich habe so ein super heavy Ding da gekriegt. So ein Incineration Cannon aus einer anderen Welt. Lol. Was Sieg des Gegners. Boah, der macht richtig Damage gegen ihn. Ah, scheiße, ich hab schon vergessen, mir eine scheiß Waffe zu holen. Oh, crap, was geht da mit dem Warden? Alles auf den Warden. Weiß ich nicht. Ah, ich werd weggesniped, wie bitter. Wenn du meinen Ex findest, du hast eine richtig heftige Waffe. Warte, ich versuche mich hier gerade auf den Warden zu konzentrieren. Wir haben unsere Mates. Müssen ihn töten, wir müssen ihn töten. Nicht. Nein. Nicht ernsthaft, oder? Dieser eine scheiß Panzerschuss, dann bin ich auch gesniped. Sinnlos wieder verloren, Alter. Das war das Problem. Unser gesamtes Team geht da halt infanteristisch auf den drauf, während die anderen sich halt ihre Fahrzeuge da holen. Na. Wir wurden von Banshee-Snipern beschossen. Vor allem wären die Leute nicht hingelaufen, hätten versucht, ihn niederzumilien. Das wäre vielleicht auch noch ganz praktisch gewesen. Ja, es ist halt möglich, ihn zu assassinaten, wenn er so ganz komisch da hinten sein Ding offen hat. Aber das ist halt. Da gehört so viel Timing dazu. Das ist halt ein risky Play und das können wir uns nicht leisten, wenn es darum geht zu gewinnen. Also jetzt haben wir verloren, da machst du jetzt nichts mehr. Ja, jetzt ist schon alles zu spät, das stimmt schon, aber vorher wäre da vielleicht noch irgendwas möglich gewesen, irgendwie zu tun. Hier muss, ist irgendwo noch ein Keine Sorge, Spartans, wir können immer noch den feindlichen Kern zerstören. es ist so, Moral? Das ist so Sarah Palmer-Logik. Wie lange braucht er meinen scheiß Thrust zum Laden? Ich glaub's noch. Irgendwer sniped den eh schon wieder rum, Hardcore. Ah, oh, ich bin wieder weggesniped. Das ist so doof. Diese ganzen Hardcoreaner, Mann. Hardcoreaner. Ja, oh, Bullshit, was geht denn hier? Einfach nur einen Haufen Rex verschwendet in diesem Game. That's a loss, Spartans. Ah, toll. Klasse, nicht mal einen Daily Win gekriegt hier. That's a loss, Spartans. That's a lot of losses, Spartans. That's a loss, Spartans. You disgusting team. Ja, bin ich hier wenigstens noch positiv. Ich habe einen Boss ausgeschaltet. Mal sehen. Der hatte einfach mal 58 Kills, der Typ. Ich kann die Leute nicht leiden, die so hart auf Kills gehen in Warzone. Also kann man ja schon machen, aber 58 Kills ist schon. Joa. Das ist schon heftig. Grenzwertig. Ich krieg einfach mal knapp 5000 Rack Points. Nice. Naja, ja, gut. Das war. Das war Playlist Gepöbel für diese Playlist. Genau. Da Free for Free ja aufgehört hat, wirklich konsistent jedes Wochenende was zu bringen. Ja. Ist Playlist Gepöbel auch nicht das, was es sein sollte? Ja, vielleicht werden wir uns da irgendwas anderes noch ausdenken, dass es. Wir Playlist Gepöbel wird höchstwahrscheinlich erweitert auf generell einfach irgendwas spielen und nicht nur die. Pöbeln. Weekend Warzone. Auf generell pöbeln. Auf generell pöbeln, ja. Wir waren. Pöbeln in Bars. Wir waren aber auch tatsächlich. Nicht schlecht pöbelig. Ja. Also, wir waren nicht wirklich pöbelig, aber wir haben gepöbelt. Wir reden uns ein, dass wir gut sind. Pöbel. Genau. Ja. Okay. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns. Ja. Bis nächste Mal. Bis zum nächsten Hier, Mal. Auf dem Halo Cluster. Auf dem Halo Cluster. Gepöbelt.